Hallo euch allen, da sind wir wieder bei der nächsten Daily des Turkey Toss Events. Long Range. Wollen wir doch mal schauen, was wir hier haben. Gain 13 Yards on your drive to beat this challenge. Das ist interessant. Wir müssen einfach jetzt 30 Yards nach vorne kommen. Gegen die Atlanta Falcons. Das passt ja. In Atlanta, da haben wir ja letzte Nacht auch gespielt. Und ich habe am Ende echt gezittert, wieder einmal. Cowboys, die mögen es spannend zu machen, aber so langsam aber sicher wird mein Dak Prescott zu einem Comeback-Kid. Letzter Drive, ähnlich wie auch davor in der Woche in Philadelphia, war der entscheidende. Ja, und jetzt sind wir eigentlich in einer guten Position. Ich bin sehr gespannt, was am Donnerstag beim Thanksgiving Game gegen die Redskins passieren wird. So, aber jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir 30 Yards hier bei diesem Drive schaffen. Wir sind an der 50-Yard-Linie. Wir versuchen das mal ein bisschen optimistisch anzugehen. So, wir gehen in den Strategy-Bereich hinein. Nehmen wir die 4 Verticals. Versuchen also gleich den langen Pass. Ich schaue mir Sharp an und Owens. Cooper, wenn er 1 gegen 1 gehen sollte, dann muss ich mir den Safety aber mal genau anschauen. Ne, der Safety geht mit rüber. Shen Sharp ist da. Oh, frei, aber ich bin auf Terrell Owens gegangen. Weil er noch ein bisschen freier war, wie ich gedacht hätte. So, das war der Versuch, eine Bombe zu machen. Hat nicht geklappt, deswegen werden wir jetzt mal ein bisschen ruhiger. Wir nehmen die Bench. Owens drüben 1 gegen 1. Sieht ganz gut aus. Ansonsten werde ich auf Sharp gehen. Los geht's. Was denn jetzt ist mit meinem Terrell Owens los? Da fängt keine Bälle mehr. Dritter und 10. Freunde, jetzt werden die Probleme aber langsam größer hier. Ich nehme die 4 Verticals. Dieser Inside Wheels, der ist super, aber wenn man an der Goal Line steht. Und das kann ich nicht wirklich sagen. Ich stehe zwar an der Line, aber an der Middle Line. So. Sharp und Owens. Kleine Anspielstationen. Oh, ein ganz schwacher Pass. Das war so ein hoher Pass, der dann wieder runterkam. Also kein schneller Pass, sondern mehr ein Lob. Eieiei, hat aber gereicht. Darüber freuen wir uns jetzt mal sehr. Erster Versuch und 10 an der 24-Yard-Linie. Wir bleiben in der Luft. Nehmen wir den China Special. Den möchte ich mich gerne noch ein bisschen üben. Sehr schön. Amari Cooper. Und das waren die 30 Yards, die wir schaffen mussten. Haben wir damit geschafft. Bis zum nächsten Mal. Ciao.